Willkommen in der magischen Welt meiner Tarotkarten. So wie hier die Karten versuchen im Gleichgewicht zu bleiben, sich nicht zu behindern und sich zu ergänzen, so müssen wir als Menschen auch versuchen, in unserem Leben immer wieder das Gleichgewicht herzustellen. Und es gibt kein Gut und Böse, es gibt nur Plus und Minus, es gibt nur Oben und Unten. Und die Balance ist das Wichtigste. Oder man kann auch sagen, der innere Frieden. Ich habe mir dieses kleine Mobili gebastelt, das war ein Traum von mir. Und wenn ich eine schöne Musik anmache, kann ich mich mitten reinsetzen und lasse die Karten um mich herum schweben. Das Thema des heutigen Abends ist Tarot und wie wird der Mensch zum Menschen. Ergänzend zu meinem Tarotbuch Tarot, das offene Geheimnis, was ich als Kursbuch für meine Kurse benutze. Es ist im Neue Erde Verlag und in jedem Buchhandel zu erwerben. Die Idee zu einem Mobile kann manchmal Jahre brauchen, bevor man anfängt, den ersten Weg zu gehen, indem ich mir Metallstäbe besorgt habe, die man auch dazu braucht. Geguckt habe, ob ich noch Bindfaden habe, die Karten vorbereitet habe. Und jetzt schwebt es da, aber es war mal eine Idee. Die Idee ist aber auch, dass ich versuche, mal die Tarotkarten auf das Lebensalter eines jungen Menschen zu produzieren. Vom Fötus bis zum erwachsenen Menschen, der vielleicht selber Kinder zeugt. Und wir dürfen eins nicht vergessen, Tarotkarten sind nur bedrucktes Papier. Aber das ist die Bibel ja schließlich auch. Wir fangen an, und was liegt näher bei einer Idee, als wie die Karte des Narrens zu zeigen, mit der Ordnungszahl 0. Das heißt, dieser Narr ist gar nicht existent. Und es gibt eigentlich keine Zahl über 9, wenn wir die 0 nicht ins Spiel bringen. Der Narr hat einen Wanderstab, er hat einen Beutel der Erfahrungen seiner Eltern, er hat Ideen durch die rote Feder, er hat eine weiße Rose als Symbol der Unschuld und er möchte einfach eine neue Welt erobern oder sich mit der Welt auseinandersetzen und lebt eigentlich nur als Idee oder als Fötus im Mutterleib. Wenn wir dieses System weiter verfolgen, dann könnte man sagen, im ersten Lebensjahr entdeckt der Mensch seine Körperlichkeit. Und wenn ich jetzt hier von Menschen spreche, dann spreche ich Männlein und Weiblein, weil im Tarot gibt es kein Geschlecht. Der Magier hat alle Möglichkeiten, sich mit seiner Welt auseinanderzusetzen. Er ist mit dem Göttlichen verbunden. Er hat eine unendliche Geduld und er hat einfach das Vertrauen, dass er die Welt regiert. Und wenn man so ein kleines Würmchen im Arm hat, die haben alle Zeit der Welt und alle Geduld der Welt und schauen uns mit großen Augen an, wenn sie denn noch offen sind. Der Magier ist das erste Symbol des Selbstbewusstseins und auch die Entdeckung des eigenen Körpers im ersten Lebensjahr, sprich Daumenlutschen oder ähnliches. Im zweiten Lebensjahr entdecken wir die Kommunikation, ob es die verbale ist oder die nonverbale. Und Kinder können Eltern schon ganz schön terrorisieren, sei es, weil sie nachts nicht schlafen wollen, wenn sie krank sind, ist das was anderes, oder weil sie meckern und sagen, und keiner weiß, was sie meinen. Es ist einfach die Aufnahme von Sprache, von Kommunikation. Und vielleicht auch die ersten Babbellaute.
Vielleicht ist das erste Wort, was sie sagen, Mama, Oma, vielleicht auch Papa. Diese Karte ist aufs dritte Jahr programmiert und ist die Auseinandersetzung mit dem Thema Mutter in allen Variationen. Liebt meine Mutter mich? Säugt sie mich? Hat sie mich gerade abgenabelt? Oder wie gehe ich mit mir um? Und es gibt einen Spruch, der sehr, über den man mal nachdenken sollte. So wie meine Mutter mit mir als Kind umgeht, werde ich mit meiner Mutter umgehen, wenn sie wieder ein Kind ist. Und das ist so ungefähr das dritte Lebensjahr, wo das Thema Mutter sehr stark im Raum steht. Jetzt muss man, wenn ich das so auf Lebensjahre präge, nicht glauben, das sind 365 Tage und dann ist ein Bruch. Nein, es überlappt sich natürlich, es verschiebt sich. Ja, natürlich ist die hohe Priesterin da, aber trotzdem das Gefühl für die Mutter, da laufen Dinge parallel. Aber es sind einfach so die Schwerpunkte. In ungefähr im vierten Jahr, das Kind geht vielleicht auf eigenen Füßen, es krabbelt nicht mehr, muss es sich mit dem Thema Vater auseinandersetzen. Und dann ist die Frage, kann der Vater sich mit dem Kind auseinandersetzen oder lehnt er es ab? Es hat mit Autoritäten zu tun, es hat aber auch damit zu tun, dass ich lernen muss, mich mit Äußerlichkeiten als Kind auseinanderzusetzen, meine Grenzen kennenlernen, die Väter nun mal schneller aufstellen wie Mütter. Das ist nun mal, wie auch immer, gegeben. Wenn ich um die 5 Jahre alt bin, interessiert mich Moral, Tradition oder Religion. Und das ist auch die Phase, wo bewusstes Lügen eingesetzt wird, um vielleicht auszutesten, wie weit komme ich damit. Der Hierophant hat die Zahl Nummer 5 und ist eigentlich so das Weitergeben von alten Dingen. Und als Kind muss ich mich natürlich auch mit hergegebenen Sachen oder vorhandenen Sachen auseinandersetzen und auch mit Moral, den meine Eltern mitbringen. Wenn ich religiöse Eltern habe, hänge ich natürlich schneller in der Religion, als wenn ich Eltern habe, die sagen, pff, ich mag das nicht. Ja? Wenn ein Kind 6 Jahre alt ist, entdeckt es den anderen Menschen. Also wo es vorher noch fast egoistisch nur sich gesehen hat, könnte im 6. Lebensjahr, sei es durch die Schule oder durch andere Welten, natürlich auch der Bezug zu anderen Menschen, zu Nachbarskindern verstärkt auftreten, ist auch oft ein Symbol, dass man lernt, meine und die Sexualität anderer Menschen kennenzulernen. Das ist dann meist eine nicht körperliche Sexualität. Ja, das ist dann so eine Affinität, eine Distanzierung und die sind ja alle blöd. Oder, ach Mama, den will ich heiraten und so weiter. Das ist alles so um das 6. Lebensjahr herum. Mit 7 muss ich versuchen, die Wege zum eigenen Ich zu finden. Es sind aber auch trotzige Dinge, die da auftauchen, dass ich sage, das will ich nicht, ich will was anderes ausprobieren. Und es ist vielleicht, wenn man es ein bisschen übertrieben formuliert, auch schon die erste kleine Pubertät, die sich so im 7. Lebensjahr schon bekannt macht oder sich nach vorne drängt. Es ist einfach verletzter Stolz und hohe Ziele, aber trotzdem nicht weiterkommen, weil wir wissen ja, dass der Wagenlenker überhaupt keinen Bezug zu den Kräften hat. Ich will alles verändern, ich weiß nur noch nicht wie. Und hat oft auch was mit Stolz zu tun, ja, sei es das erste Zeugnis, was ich nach Hause bringe, oder das erste Bild, was ich wirklich gemalt habe und habe dann eine 2 für gekriegt oder eine 1. Im 8. Lebensjahr ist es möglich, dass ich mich mit Sexualität auseinandersetze, aber auch die körperliche kann da schon eine Rolle spielen, dass ich mich selber wahrnehme und mich in Frage stelle, dass ich den eigenen Körper auch kennenlerne und die Kraft ist so ein Symbol, ich muss mich mit Sehnsüchten auseinandersetzen. Da könnte auch schon die erste kleine Eifersucht auftauchen. Mama, der hat mich nicht lieb, der hat eine andere. Naja, und Ähnliches. Im 9. Lebensjahr
haben wir hier als Symbol den Eremiten. Und der Eremit ist so ein bisschen das Innehalten. Ist so ein bisschen die Erinnerung meiner Ureltern, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Ja, Oma und Opa sind in dem Alter sehr wichtig, um mir auch eine moralische Seite zu zeigen, sagen, das haben wir erlebt und das hat sich gelohnt und das nicht. Und es ist auch so ein bisschen die Frage, die erste Rückschau, die Zeit der ersten Besinnlichkeit. So im 9. Lebensjahr können Kinder auch sehr schweigsam sein. Wo sie vorher noch bla 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 gemacht haben, kehren sie in sich. Das 10. Lebensjahr hat mit Anforderungen aus dem äußeren Bereich zu tun. Wir Erwachsenen sagen, das ist Schicksal. Das heißt, wir glauben, das muss man hinnehmen. Aber Kinder wollen noch nichts hinnehmen. Sie interessieren sich auf einmal schon für politische Dinge. Sie interessieren sich für Nachbarn. Sie interessieren sich für soziale Gegebenheiten und wollen alles verändern. Das ist so eine erste Weltverbesserungskarte und eine Zeit mit 10, wo alles noch dramatisch ist, aufregend ist. Diese 10 ist im Grunde nur der Vorläufer für diese Karte. Ja, wir haben hier die Justiz. Und das heißt, es geht auch darum, dass man alles in Frage stellt. Man will alles prüfen, man wird geprüft. Schulische Ansprüche sind da. Man kann nicht mehr so vor sich hin lernen, sondern man, meist durch Eltern motiviert, ja, will ich zur Schule gehen, will ich ein Abitur machen, will ich, soll ich, darf ich. Und das hat oft damit zu tun, dass auch äußere Anforderungen, äußere Bewertungen mich persönlich treffen. Im 12. Lebensjahr, ja, der Gehängte, was könnte das bedeuten? Das ist, mein Kopf und mein Körper sind eine Dauerbaustelle. Ich bin voll in der Pubertät und alles ist anders und alles wird neu. Und das sind die Phasen, wo wir als Eltern graue Haare gekriegt haben. Schaut mal, das steht mir ja ganz gut, aber als Papa hätte ich auf einiges verzichten können. Und wir sehen die Welt mit neuen Augen und denken, boah, ey, so geht's auch. Naja, es ist eine sehr unruhige Zeit. Mit 13, bedingt natürlich durch die Vorgaben der Pubertät, die Aufgabe des alten Ichs. Vielleicht auch Aufgabe von Sozialbindung, vielleicht auch erstes Emanzipieren vom Elternhaus, Emanzipieren von schulischen Dingen. Ja, dass man sagt, ich will meinen eigenen Weg gehen, ich will, das Alte ist nicht mehr wichtig und dann wird das Kinderzimmer umgeräumt und der Puhbär ist nicht mehr wichtig, sondern dann entstehen andere Spielzeuge, die Platz und Raum brauchen. Der Tod stirbt ja nicht, das ist ja eine Weisheit im Tarot. Aber man muss auch lernen, Abschied zu nehmen, um frei zu sein für Neubeginn. Und dazu gehört manchmal auch das Ausmisten des eigenen Kinderzimmers. Dann kommt die Zeit der Geduld und der Ungeduld. Das heißt, ich muss lernen, meine innere Ruhe zu finden. Ich muss lernen, kritisch zu sein, ohne was zu bewerten. Ich bin mit einem Fuß auf der Erde, das heißt Realist, mit einem Fuß im Wasser, das heißt, ich bin ein Idealist und versuche, mich zu benehmen, versuche, meinen inneren Rhythmus wiederzufinden, versuche einfach nach dem Wirren der Pubertät meinen inneren Frieden wiederzufinden. Dann kommt eine dramatische Karte, die 15. Und wir wissen, dass mit 15 die Dummheiten anfangen, auseinandersetzen mit Suchtgefahren. Oder wenn ich selber nicht suchtgefährdet bin, habe ich manchmal Freunde, die nicht gut sind, wie die Eltern behaupten. Und trotzdem muss ich lernen, damit umzugehen. Und da gibt es Sehnsüchte, da gibt es Eifersüchte, da gibt es Streitsüchte oder die ein oder andere Tablette oder Zigarette. Und das ist so mit 15, dass ich lernen muss, mich als Kind damit auseinanderzusetzen, ohne unterzugehen. Und das ist noch ein Grund für Eltern, graue Haare zu kriegen. Naja, wir haben es alle überlebt. Dann kommt der Turm. Und das ist die Karte der radikalen Umbrüche. Das ist alles sofort und jetzt. Und
Am besten gestern. Naja, so schnell geht das nicht und da ziehen die Kinder Klamotten an, die uns Eltern nun wirklich nicht passen, weil sie auch in der Rebellion sind. Da ist jede Kleinigkeit Herzschmerz, da ist... Also da müssen wir als Eltern unheimlich stark sein und sagen, ja, ja, heile, heile Gänschen. Das wird wieder gut. Und dann wie durch ein Wunder, wenn diese Phase überlebt ist, kommt die Entdeckung der eigenen Lebensqualität, der Kreativität, der Lebensliebe zu mir selber. Und der Stern, der vorhin beim Eremiten noch eingesperrt war, ist frei und ich kann mich entfalten. Und ich habe an einem Tag 10.1244 Träume, die alle auf einmal in die Tat umgesetzt werden. Das ist die Begeisterungsfähigkeit. Das ist, wenn man sich verliebt gegen jede Vernunft. Das ist einfach nur schön. Wisst ihr noch, wie schön das war? Das ist also die Zeit ungefähr mit 17. Mit 18 kommt dann aber schon wieder die Phase der Zweifel. Und die 18 sagt, ich bin launenhaft, ich bin ziellos und ich suche einen Weg. Ich weiß, es gibt einen Weg, aber ich weiß nicht mehr. Ich brauche Hilfe von außen, ich brauche jemanden, der mich leitet, der mich anleitet, ohne mich dominant in eine Richtung zu schubsen. Und das ist so eine ganz sensible Zeit, glaube ich, dass man zwischen 17 und 18 einfach mal herausfindet, was will ich überhaupt? Und es ist manchmal, sind diese Kinder, die kommen einfach nicht nach Hause. Wenn abgemacht um 8 bist du da, sind die um 10 immer noch nicht da. Und mit Entschuldigung verschwinden sie im Zimmer und wir wissen nicht, was da läuft. Und da brauchen wir Eltern sehr viel Vertrauen. Ja, und dann kommt die schöne Seite, die Sonne. Und die Sonne sagt, ich bin sozial engagiert. Ich kümmere mich um den Bettler an der Ecke. Ich pflege den Hund der Nachbarin. Und da ist eine Blume, die habe ich im Müll gefunden, die muss aufgepäppelt werden. Und das ist nur zur sozialen inneren Aufwertung, muss ich mich um Dinge kümmern, die sozial ein bisschen nach unten sind. Ja, das ist die Zeit der Sonne. Und die Sonne ist wunderschön, wenn wir nicht übertreiben. Wenn wir nicht glauben, wir müssen die Welt retten. Also ich empfehle allen Kindern, ums 19. Lebensjahr vielleicht wirklich ein soziales Jahr zu machen, um auszuprobieren, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich mich ausnutzen lassen, wie weit kann ich mich manipulieren lassen und wie weit, wer weiß. Die 20 ist im Tarot eine Prüfung. Es geht einmal darum, dass ich mich selber prüfe, was will ich, wer bin ich, was kann ich, was darf ich tun, was darf ich nicht tun. Hat auch mit Abschlussprüfungen manchmal in der Schule zu tun, vielleicht mit dem Abitur oder dass ich lernen muss und sagen, das habe ich gut gemacht, das habe ich nicht gut gemacht. Es ist eine Zeit der Selbstkritik und wir hoffen, dass das am Ende unterm Strich ins Positive geht. Die positivste Karte im Tarot ist natürlich die Welt. Und die Welt sagt, alles ist im Gleichgewicht. Da ist Feuer, da ist Wasser, da ist Erde und Luft und alle Elemente stimmen und alles ist stimmig. Und wir sehen hier ein Uterus, in dem ein Kind darauf wartet, geboren zu werden. Und das ist wie beim Narren. Ich habe übrigens die Karte mal umgeändert. Schaut mal, ich habe mal den Narren in den Kreis gesetzt. Und damit schließt sich auch der Kreis. Man muss bedenken, dass früher, als diese Karten gemalt wurden, 1910, die Menschen sich mit 21 kennenlernten, mit 25 sich verlobt haben und vielleicht erst mit 30 geheiratet haben und dann Kinder zeugen durften. Es war eine andere Zeit. Und als Tarot entwickelt wurde, sich entwickelte im 14. Jahrhundert, da waren noch andere Moralvorstellungen, von denen wir uns heute gar kein Bild mehr machen können. Also die Bilder, die wir haben, sind nur Abbilder auf bedrucktem Papier. Und ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Vielleicht habt ihr was zum Diskutieren. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Und wenn ihr mit mir Kontakt aufnehmen wollt, dann
Merkt euch die unten eingeblendete Adresse und ich freue mich auf eure Resonanz. Dankeschön.